Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Commentary auf YouTube. Naja, obwohl erstes kann man gar nicht so sagen. Ich hatte ja schon mal ein Live-Commentary gemacht. Da fängt das Spiel gerade an. Ich hatte ja mal ein Live-Commentary gemacht, aber das war ja noch in meinen Anfangszeiten. Ich meine, da hatte ich ja noch so einen Bart und so eine 70er-Frisur. Und jetzt mal Spaß beiseite. Nein, erstes Commentary. Ja, wie es man vielleicht schon von sehr bekannten YouTubern kennt. Mir fällt da nur ein, Mann der Krieger, Dr. Kaboom und was da nicht alles gibt. Ich habe mir sowas auch mal eine Zeit lang angeguckt, bevor ich mir jetzt zum Beispiel Black Ops geholt habe oder auch MW2, weil es halt auch schon ganz gut gezeigt hat, wie gut man in den Spielen sein kann. Und ja, jetzt habe ich zum ersten Mal, denke ich mir mal, einen guten Score in einem öffentlichen Spiel hingekriegt. Das auch noch auf meiner Lieblingskarte. Und das wollte ich einfach mal teilen und ein bisschen dazu kommentieren, weil als Let's Player hat man das Kommentieren ja ein bisschen im Blut. Und ja, ich spiele hier gerade mit der Farmers mit Reflexvisier. Die Perks, die ich habe, habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe mir keine neuen dazu gekauft. Welche waren das nochmal? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Die Claymore habe ich mit und ja, eine Menge Motivation. Weil ich hier die ersten paar Kills habe und noch kein Tod. Jetzt erstmal die Drohne gekriegt oder wie es hier heißt, U2, womit ich immer noch nicht klarkomme. Die ganzen neuen Begriffen, das ist wie Vokabeln lernen in der Schule. Habe ich eigentlich auch nie Bock zu gehabt, deshalb ist es einfach die Drohne, es bleibt die Drohne und ja. Jo, Black Ops, da wäre ich fast tot gewesen, weil der sein Ballistic Knife ausgepackt hat. Ja, Black Ops habe ich mir vor ein paar Tagen bestellt am Mittwoch ist es angekommen, beziehungsweise wurde bei der Postzentrale abgeholt. Und ja, was der sich gedacht hat, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wird er abgemurkst. Ja, auf jeden Fall habe ich vorher MW2 gespielt, wie ihr vielleicht an den früheren Videos gesehen habt. Und es ist schon sehr anders. Also das Aiming bei mir klappt in Black Ops, ich sag mal, unterdurchschnittlich. Also ich verziehe noch, als ob ich so hektisch wäre. Ob ich irgendwie eine Rasierklinge an den Arm hätte oder was weiß ich. Aber okay, das wird sicher noch. Das wird man jetzt auch sehen beim Heli-Schützen. Obwohl ich damit das Match eigentlich auch fast beende. Also damit mache ich jetzt die meisten Kills. Und ja, hier an der Stelle bin ich ziemlich ausgerastet im TS, weil ich mit einem Kumpel gespielt habe, der im Gegnerteam war. Und ja, ziemlich ausgerastet, hey. Ich habe den Heli, habe fast nichts dafür getan. Aber jetzt geht's erstmal ab. Ja, den Score, den habe ich mir auch ganz am Ende erst angeguckt. Und ja, war überwältigt und habe direkt gesagt, das kommt auf YouTube, das muss dahin und das ist doch mal ein Commentary, wenn man es so nennen will, wert. Ja, sie versuchen mich die ganze Zeit mit kleinen Kügelchen da vom Himmel zu holen, aber es klappt natürlich nicht. Ja, schade ist, man verschanzt sich im Haus, aber wenn man da die paar Kills im Garten oder bei dem Bus kriegt, dann spawnen sie ja wieder an. Hinter dem Haus und so kriegt man die Kills dann wieder und wieder und wieder und wieder. Und abgeschossen kriegt mich dann auch keiner, weil wohl keiner mit dem Raketenwerfer auf mich zielen will. Naja, auf jeden Fall will ich jetzt nicht mehr viel riskieren, meinen Score versauen. Jedoch habe ich dann natürlich vergessen drauf zu gucken, wo die Gegner gespawnt sind und plopp, da wird nochmal Leichenschändung begangen. Naja, viel kommt dann auch nicht mehr. Beziehungsweise lange geht dieses Spiel nicht mehr. Ich verschanze mich schon ein bisschen im Haus, um nicht mehr viele Tode zu kriegen. Hier gucke ich nochmal an die Stelle, weil da viele vorbeigegangen sind. Aber, naja, 10.000 zu 7.400, also eindeutiger Sieg. Und ja, mein Score werde ich jetzt auch nochmal kurz einblenden. Denn da ist er. 22 zu 2, also 11er KD und ein Assist, ein mickriger Assist, aber okay. Ich habe mit dem Heli ja das meiste gemacht und ja, wenn ihr mehr von solchen Gameplays sehen wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare und ja, tschüss.